Meine Güte, es ist echt ein Redfield-Syndrom, sag mal du. Ja, meine Kinder verloren. Ich habe meine Kinder verloren. Weißt du, sie verliert die Kinder, auf die sie aufpasst. Er verliert seine Männer. Die sind nicht tot, er hat sie nur verlegt. Wirklich, die Redfield-Familie hat echt Probleme. Alter. Während es Architekten, sie wissen nicht mal, wo sie den Supermarkt bauen. Die brauchen wahrscheinlich einen Drive-In da rein. In ihren Supermarkt. Wie Supermarkt? Ich dachte, das soll ein Burger King werden. Ups. Aber wo ist dann der Burger King? Ich wollte gerade sagen, warum hat Sherry Claires Jacke jetzt an, bis ich dann realisiert habe, Moment, wait, what? Hast du das Auge angesehen? Wie er so gab? Ah, plötzlich. Der Zauber der Spaghetti-Arme, er ist verflogen. Ach so, wollte gerade sagen, also, ne? Erstmal einen schönen Köder auslegen. Zombie, 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 Zombie. Mach dir nichts über die Blutflecken auf dem Bett. Das ist normal. Irgendwann kommst du in das Alter, das ist das normale Monat. Oh wow, hol, wirklich. Are you serious? Benutzen die fucking Skype. It fucking looks like Skype. Hey. Hey, Sherry. I gotta go. You stay right here. Gotta go fast. Gotta go fat. Ich klau nur kurz dein Armband. I promise. Damit du mir nicht wegläufst. ID-Armband, jetzt wird's witzig. Ja, hab ich einen Alarm. Ach, Sherry, mach dir nichts draus. Namen sind sexy. Oh, Ivys. Wie ich Ivys hasse. Ja, aber gebrutzelt sind die ganz lustig. Die zucken immer so schön beim Elektroschocken. Eine Brandgranate. Boah. Thank you. Damit kann sie sich selber abfackeln, wenn es nur tut. Ja, also. So. Ja, mal gucken, was machen wir denn jetzt? Ja, ich glaube, solche Granaten, die packe ich erstmal wieder beiseite. Ich brauche jetzt erstmal was, was brennt. Oh, Säure wirkt auch relativ. Willkommen zurück, Keks. Ich höre Säure. Hat Shadow die Ivys getroffen? Ich bin noch nicht dabei, aber ich bin auf dem Weg. Er besucht jetzt erstmal gleich die Cantina-Band. Ah. Wie war dein Training? Wie geht Shadow in dem Spiel? Ach, du hast immer noch Kopfschmerzen. Überraschend gut. Ich bin jetzt im Labor mit Claire. Also ich bin im Labor habe ich momentan auch mit Claire. Aber ich spiele mal so, mal hier mal ein Stündchen, mal da mal ein Stündchen. Ich mache hier gerade Powerplay, also. Mache ich ja momentan nicht. Also, ich habe auch mega Bock gerade, also. Also ich werde gleich auch weiter Rizzy spielen. Erstmal will ich meine erste Mahlzeit des Tages essen. Ein paar Waffeln und ein Stück Gurke. Aber Keks, was zum Aufregen. Er hat vorhin dieses blöde Kinderpuzzle erschreckend schnell gelöst. Ich glaube, da haben wir echt nur ein paar Sekunden gefehlt bis zum Achievement. Es war Glück. Der Scheißkerl hat geübt. Und ich hab's ja auf Deutsch im Moment. Und ja, Irons ist so pedo im Deutschen. Aber gut gewählt, finde ich. Noch einer irgendwo. Ich dachte, bei Sherry will ich immer noch links und rechts eine knallen. Komisch, geht mir genauso. Das ist nur seiner Meinung. Shit. Die Flasche geht's auf. Na gut. Stay there. Bleib da, lieg da, ist mir wurscht. Leg dich hin, iss ein Schnitzel, vergiss die Granate nicht und die Munition. Hab ich jetzt gerade ernsthaft alle durch Knieschüsse getötet hier? Ach, die stehen wieder auf. Ja, das befürchte ich. Ach ja, hol. Ich habe jetzt vorhin, wo ich privat noch gespielt habe, auch erstmal wieder 3 Achievements gesammelt. Ich mache momentan voll die Achievement-Jagd dort. Das ist das erste Spiel, was ich auf 100% haben will. Haben willst. Ja, und dann hast du dir auch noch so eins ausgesucht. Holla die Waldfee. Hast du denn nicht rausgefunden, was die Redfield-Art ist? Ja, es ist wirklich auf hier Veteranen auf S abschließen. Will sie verarschen? Noch niemand hat wirklich S-Veteran bei ihr geschafft? Auf S-Veteran ist hart, also.
Im Normalfall hätte das doch schon irgendjemand in die Welt hinausgeschrieben, wenn man es schon durch hätte auf die Methode. Normalerweise ja, aber in einer Sicht das. Es wurde mir halt gesagt, es ist, wenn man was auf S auf Veteran spielt. Ansonsten, wenn die Leute im Chat da was andere Informationen habt, schreibt's mal. Kondensator, Elektroschockgerät. Elektroschocker speichert mehr Hochspannung, was die Zeit zwischen den Schüssen reduziert. Also im Prinzip, du hast den Power Spike sehr viel schneller. Ah, nice. Also ich krieg diesen Donnerschock quasi eher. Ja. Im Prinzip, du musst auch nicht mehr lang draufhalten. Damit kannst du gut IVs jetzt rüsten. Chip. Bingo. Thank you. Oh, Leute, könnt ihr bitte aufhören mit dem Kinderkack? Kinderkack. Ja, die ganzen Cosplay-Gruppen untereinander machen dann wieder Kinderscheiße. Oh je, yeah. Und jetzt schon wieder. Nichts, was ich jetzt gerade so richtig offen... Ah, okay. Alles gut. So, ja, mal gucken. Also ich finde schon schlimm genug, dass einer hier alles vorliest. Warte nochmal. Pack mal dich wieder weg. Nimm dich dafür wieder mit. Bin ich zwar voll, aber habe ich wenigstens Schuss für. Wenn noch irgendwo Schießpulver? Nee. Ich ersticke in Heil-Items. So viel ist man sicher. Gewöhn dich nicht dran. Nee, ich weiß. Alles, was mir hier entgegenkommen wird, wird mich sowieso instant umbringen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen kirre macht, wenn ich so darüber nachdenke. Dani? Ich hab hier überall was vergessen? Ich muss hier sowieso nachher nochmal hin. Mit Morph, also von daher. Du hast was vergessen? Ey, warte mal. Na gut, in der Cafeteria hast du wahrscheinlich die eine Munitionspackung vergessen. Oh, hier gibt's schon den Regulator? Ja, ist jetzt in dem Durchlauf anders. Okay, gut, dann geh nochmal zurück und mach Morph. Hm. Also in der Cafeteria hast du wahrscheinlich auf dem Tisch die Munitionspackung vergessen und die Tasche kriegst du jetzt erst. Ja, alles ein bisschen dinkel hier. Was? 140.000? War das nicht 40? 14.000? Ist 14.000. Ich wollte gerade sagen, das wär ja machbar mit 140.000. Das müsste ich schon längst haben. Nee, es müssen 14.000 sein. Da habe ich letztens erst geguckt. Ja, deswegen meine ich ja, also ohne die Infinity-Waffen, wo wirklich reinballern, kannst du das eh knicken. Ach shit, ich brauche O's, nicht Urf. Urf. Urf brauchst du an einer anderen Stelle. Ach, nichts gegen meinen Urf, ja? Spielst du Urf-Modus? Spielst du LOL? Yeah, have some Oz. Have some Oz. And then you can have some Urf. Aber erstmal gib mir noch eine Gürteltasche. Nice. We have you, we have him, we have Oz. Danke, extra 3. Dankeschön. Mit. Ach, dich lasse ich liegen. Du bist mir zu doof. Ja, das geht wieder in das Politische. Ich weiß nicht, ob Shadow das will, aber ich lese es einfach mal vor. Die Unionsfraktion ist gegen Tabakwerbeverbot, weil sie niemanden bevormunden will. Wie steht's nochmal zum Werbeverbot für Abtreibungen? I have to stop you right here. Ich weiß. Wir hatten gerade eine schöne Zeit. Weißt du, ich möchte nicht, dass du unbedingt diese gute Zeit abtreibst mit dem Tag. Beweg deinen Arsch wieder zu den Schlafkapinen. Du hast eine Real Mr. Raccoon übersehen. Ja, ich hab hier gerade noch. Hier. Mach ich. Halt die Fresse. So. Einer muss dich anpeitschen. Hier, gut, jetzt hast du beides. Möchtest du noch mehr? Du Sackgesicht? Pommes und eine Cola. Ich glaube, die Leute mögen beides. Ja, gut, dann gib mir halt nicht mein Messer. Du verblödetes Sackgesicht. Was? Mir kriegst du gerade das rein. Ihr seid doch scheiße, Alter! So, was habe ich jetzt übersehen? In der Schlafkabine, wo du die Tasche her hast. Mr. Raccoon. Hä? Ab da! Hier. Mann, mit dem Ding einen Schuss abzulassen, ist echt unmöglich.
So, jetzt haben wir alles. Dankeschön, ich gehe jetzt. Fuck you. Ich hab echt den Sack dicht von euch. Fuck you. Arschloch. So. Erste Hilfe Sprays sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das ist ja auch eine Erste Hilfe und keine OP. Was hast du erwartet? Du drückst drauf, Dr. Strange kommt in der Ecke und Wunderheilung? Nee, aber weißt du, Erste Hilfe Sprays waren damals immer so das Heil-Item, weißt du? Ja. Aber ganz ehrlich, so macht es jetzt mittlerweile mehr Sinn. Ja, es ist Erste Hilfe, also, ne? Es ist nicht die finale Lösung. So. Aber lass mich raten, der ganze Kram mit den Ivys ist the same. Also die Ivys nerven dich nach wie vor. Ich mag Ivys nicht. Ivys mögen dich auch nicht. Ja, ich weiß, ist ja das Problem an der Sache. Weil es Erste Hilfe ist, Nap-Nap. Wann hast du mal auf dem Medikit gelesen? Kann übrigens auch jede Art von Vergiftung heilen. That's actually true. Nein, nicht diese Art Hilfe-Spray, denn Goop-Juice gibt's nicht. Nee, Goop-Juice gibt's hier nicht. Deswegen ja hier, was hier geheilt werden muss, ist ja noch im Bereich des Human, sag ich mal. Was in Resident Evil 7 geheilt werden musste, war schon irgendwo nur noch lächerlich. Nice. Wir sind hier und trinken mit deinem Bier? Ich bin hier und trinke euer Bier. Nein! Du Monster! Bier! Halt mein Bier! Das Gewehr sieht aus wie eine Borderlands-Waffe, ich weiß. Wenn's das Ding jetzt noch fluchen könnte. Lad mich nach! Lad mich nach, du Schwein! Das wäre auch ein geiler Mod. Steck's mir rein! Steck's mir rein! Danke! Oh, das ist, by the way, auch ein geiler Touch, wie diese Tür einfach zugewuchert ist. Wie hört das mal meine Laune auf? Man zeigt mir einfach Resident Evil Memes. Oh. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich brauche mehr Mr. X. Hallo, was? Ich brauche mehr Mr. X, ich brauche mehr Resident Evil. Hallo, Resident Evil. Weißt du, früher war es Billy, jetzt ist Mr. X. Du stehst auf große Typen, die Knackis sind. Sind die halt jetzt... Halt die Klappe. Es reicht schon, dass du dich mit Jazz verbündest. Was heißt hier verbünden? Es ist eine göttliche Fügung. Nein, ihr verbündet euch gegen mich. Ich hasse euch. Nein, es ist viel schlimmer. Wir verstehen uns. Meinst du, die stehen jetzt wieder auf nach so einem Elektrofeuer? Also, wenn sie schwarz verkohlt sind, bleiben sie erstmal liegen. Ja, erstmal liegen, das ist nicht meine Antwort. Die bleiben erstmal liegen, Shadow. Das heißt ja nicht, dass da gleich neue kommen. Aber wenn sie erstmal durchgekokelt sind, dann bleiben sie durch. Weil die sahen gerade, meine Güte, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber nicht so meine, sahen schwarz aus. Magst du deine schwarze extra knusprig? Das wäre rassistisch. Ach, halt doch die Fresse. Kinder, nicht nachmachen. Im öffentlichen Sprachgebrauch grenzwertig. Da hauen euch sogar auf D-Wheeler. We are here to drink your beer. Gerne. Ja, danke. Gerne. Gerne, Shadow. Immer wieder gerne. Ich bin noch bis Ende der Woche hier. Fuck, warte mal. Haben die Passwörter hier geändert? Ja. Mhm. Jetzt. Du musst jetzt auch eine andere Füllmenge erfüllen. Oh ja, geil. Mit Farbblindheit. Freu dich. It all comes back to me. Sonst, ich probier mal eine Flammengranate an den Fickern. Ja, die röstet. Ja, also das ist auch Feuer, also. Irgendwas wollte ich an meinem Handy. Aber der Elektroschock brüllt. Das war ganz gut. Okay, ich habe nicht getroffen, offenbar. Die sehen nicht ganz geröstet aus, irgendwie. Weiß auch nicht. Feels weird.
Immer noch der Film von den Fickern, ey. Er macht mich kirre. Warte mal. So, diesmal mache ich das auch etwas. Ich zeichne es etwas besser. Einfach damit ich das. Ne? Weil meine letzten Notizen waren etwas scheiße zu diesen Passwörtern hier. Ich habe hier das mit Wrecking Ball und Mr. X mal wirklich mal gemacht. Ich hab's auch geliked. Ich hab's auch auf Twitter geworfen. Hm. Es passt einfach so perfekt. Ja. Weiß ich, es ist. Du hast voll meine Idee geklaut. Es ist irgendwie befriedigend, einfach mit einem Flammenwerfer an diese ganze Sache ranzugehen. Yes. Okay. Soweit, so gut. Aber Somebody ist auch nicht schlecht. Das sind Mr. X-Memes, also, ne? Ich find's schade, dass nur das der Theme von den Ivys nicht irgendwie im OST-Team mit drin ist. Weil ich wollte den letztens Kesu zeigen und, irgendwie alles, was ich gefunden habe, war ein Video, wie sich ein Typ darüber aufregt. Die Ivys in dem neuen sind voll scheiße. Ja, Mr. X ist auch voll scheiße. Alles ist scheiße. Sind nicht mehr dumme, hirnlose Plant-Monster. Der Soundtrack, den ich dir gesendet habe, da müsstest du was drin haben davon. Den hast du mir nicht gesendet, Keks. Das ist illegal. Du meinst gefunden? Genau, den ich gefunden habe. Nachdem sie kleine weißen Kinder aus einem brennenden Haus gerettet hat. Ein Nizam Urf. Und die Babys einer Katze entbunden hat. Eben. Und eine Million Mark. Ich weigere mich, meinen Sunny Spray zu verwenden. Sunny Care. Wir sind hier nicht bei Heider, der sich über Sunny Fair aufregt. Aber es ist Sunny und es ist fair. Hier gibt's Blowjobs und es ist fair? Jobs und es ist fair? Das macht ihr jetzt beide nur, damit noch mehr Leute mit dir gekommen. Was? Blowjobs? Was? Blowjobs? Fair? Jetzt fair? Was? Flowjobs? Da gibt's Flowjo und ist fair? Flowjobs. Jojos. Oh, jede Menge Flaming Rounds. Oh, that's nice. Die wissen, was du magst. Oh ja, die wissen, was ich mag. Lass die Säuregranaten aber mal hier. Das will sie aber echt wirklich nur mit dem Elektroschocker bearbeiten. Die Granaten brauchst du für Birken. Birken. Ja, die Birken. Granaten brauchst du wirklich für Birken, glaub mir. Musst du Birken. Musst du Birken. Kannst du das mal Birken? Birken. Gib mir mal den Birken. I want some Birken. Darf ich mal by the way sagen, dass ich den Namen Birken immer noch irgendwo. Weiß auch nicht. Finde ich ein bisschen funky. Und oh, Birkenstockschuhe. Birkenstockschuhe! Mein Birken. Komm jetzt auch hier wieder Licker. Keks? Okay. Oh Gott! Hast du den Mod jetzt schon zum Laufen gebracht bei dir? Nee, ich hab da noch nichts gemacht. Oh, schade. Gucken, oh, funktioniert das? I fucking missed it. How did I miss? Ich hatte gerade Zombies mit Elektroschocker, weil ich dieses Achievement haben will. How did you? You fucking cunt! Alter. Fuck it. Gut, grünes bringt überhaupt nichts alleine. Ich reset mal den Raum, ja, ne? So. Habe ich den echt nicht getroffen? Ja, sag mal, willst du mich verarschen? Okay. Nochmal! Ne, mit dem Elektrogewehr musst du wirklich scheiße nah dran stehen.
Oder wir machen es so. Mario, nicht an die Tür klopfen. Was habe ich dir gesagt, Mario? Stop it. What the fuck? Hier ist so ein Umbrella-Soldat. Den nenne ich Mario. Mario. I don't have questions. Du Sackgesicht. Alter. Stop that. Dick-faced asshole. Ja, und du? Dir gebe ich gleich einen Schocker, das sei dir. Verpiss dich von meiner Tür. Alter. Na, Keks spielt selber auch easy. Die gibt den Viechern nur gerne Namen. Also die weiblichen Polizisten sind aber mir alles Sophie. Alter. Und die Zombies, die in diesen Uniformen sind, die heißen bei mir alle Mario. Sophie, keine Verweste, so wie sie. Sophie. Ich habe nur noch keinen, den ich Olli genannt habe, weil irgendwie niemand war eines Ollis würdig bisher. Das ist eine Ansage. Für Jazz, da brauche ich mir ja niemanden raussuchen, denn sie ist Ada. Ihr seid doch echt scheiße. The bitch in the red dress. Yeah. Oh. Und Jazz bewegt. Jazz ist Ada. Da kannst du mir sagen, was du willst. Die Dame ist Ada Wong. Willst du mir gerade durch die Blume sagen, dass sie eine Bitch ist? Wong, 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 Wong. Wong, 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 Wong. Nee, ich will dir damit sagen, Wong. Die Dame bewegt sich, also sie verhält sich, sie kann sich wirklich genauso verhalten wie Ada. Genauso verhalten, genauso reden, genauso bewegen und das ist so krank. Du hast es gesehen. Habe ich gesehen. Ich wollte dich trotzdem in eine Situation bringen, die, egal wie du dran gehst, dich in den Irrsinn treiben wird. Ach, lass es wohl, bitte. Da bin ich gerade nicht in der Stimmung für. Hm. Warte, aber nicht im Moment. Okay, okay, jetzt. Wo ist jetzt der dreckige Licker? Der dreckige Lern. Oh, Alter, die rotten dann ja sogar wirklich. Alter. Geh! Oh, Mann. Ja, ach, wisst ihr was? Lickert mich doch am Arsch. Blech, du mich je auch. Je mehr ich mit dem klassischen Outfit hier rumrenne, desto mehr kann ich verstehen, weswegen die das umgeändert haben. Sparkle, sparkle, flonk. Danke dir. Danke, dass du mir so entgegenkommst. Ja, genau. Stimmt, hier hat man ja ursprünglich das Dings gefunden. Das ist ein Problem. Oh, Alter. Ihr seid doch scheiße. Na gut. Oh, Mann. Ach, Mann. Was ist denn da gerade hier? Hast du das Labor? Ich finde das Labor eigentlich ganz cool. Finde ich besser als die Kanalisation. Kanalisation ist einfach scheiße. Wortwörtlich. Vor allem, wenn du Springer trägst. Besonders dann. Ich meine, egal wie lange du schon draußen bist, ein kleines bisschen Suppe nimmst du immer mit. So ein bisschen Virus nimmst du immer mit. Am meisten, ich renne ja gerade in dem Outfit rum, wo sie diese Springerstiefel trägt. Am meisten diese Art an Springerstiefeln. Ich wollte die früher immer haben. Aber dann habe ich die einmal anprobiert und dachte mir so, boah, nee, danke. Das ist mal mega unbequem. Nee, das Schnüren ist scheiße. Bequem sind sie. Sonst würde ich ja keine Springer tragen. Shadow, denk mal, was sind meine typischen Schuhe, mit denen ich rumrenne? Schuhe.
Springerstiefel. Schuhe. Keks, du musst noch lernen. I don't give a shit about Schuhe. Für mich ist es etwas, was du am Fuß trägst. The end. Es gibt Kategorie Schuh und Kategorie Arschtreter. Also trägst du Arschtreter oder Schuhe? Ja, es ist schön, wie die Donnerdinger leider nicht viel bringen bei denen. Es hält sie kurz auf, aber... Ja, aber es hält dich davon ab, die Granaten zu verschwenden. Ich weiß ja nicht. Ivys bin ich gerne komplett los. Deine Mutter ist ein Error, wieso? Hä? Was? So? Hä? Was? Hä? Wessen Mutter ist ein Error? Deine Mutter. Meine Mutter ist ein Pfeil? Hä? Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Ich habe doch das meine Trophäe mir aufgeschrieben. Ist der hier? Der hier? Fickboy? Also ich kann dir sagen, es kann vielleicht sein, dass das Ding irgendwie meint, dass du das falsch eingetippt hast. Das hier? Irgendwie. Hä? Was habe ich denn jetzt falsch? Das ist eindeutig der hier. Dann ist so ein Oberstrich, was nur der hier sein kann. Dann der hier, was auch nur der sein kann. Und dann Doppelpunkt. Es kann nur... Warte, ich habe doch die Lösung dafür bei mir irgendwo hier liegen. Nani? Meinen ganzen Zahlen. Excuse me, Nani? Was? Ich habe doch jetzt... Fettes Chaos hier, ey. Die nimm, zwei umgedrehten L, dann der. Ja, oh ja, er hat's ja schon. Ja. Irgendwas war da gerade funky. Das hab ich doch. Das hab ich doch eingegeben, oder? Nani. Nani. Mada. My mother. Mada, mada. Mada, mada, mada. Wo hab ich meine Notizen? So, warte mal. In wie vielen Zügen soll ich das machen? In 8 kannst du ja vergessen. Manual Mode. Oh, I see. Nicht bei der Füllmenge. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Geht das überhaupt mit Claire, oder? Das geht, glaube ich, am ehesten im Normaldurchlauf, weil hier musst du eine ganz andere Füllmenge erfüllen. Füllmenge erfüllen. Get it? Burner. Burner. Bernie. Birkin. Wie das? Nee. Nee, ich hab sowieso schon vergeigt. Ja, nee, aber das Problem ist, du kannst es ja auch nicht resetten. Du müsstest also deinen kompletten Save neu starten dafür. Ups. Achso, man braucht ein bisschen weniger. Das Rätsel wäre mir jetzt zu viel. Es geht eigentlich. Ich glaube, das wäre so die erste Variante von der Redfield Atoms. Einfach alles von dem Zeug und kippst es drüber. Ja. Ich meine, es ist verdammt nochmal ein Gift. Ja, hier, das meine ich. Du kannst das Ding nicht resetten. Das ist so ein bisschen nervig. Das heißt, wenn du einmal irgendwie was angefangen hast, dann musst du es auch zu Ende bringen.
Aber ja, das wäre so ein typisches Redfield-Rätsel. Also Redfield schlägt einfach rein und pumpt alles weg. Ja, eben. Warum, ich find's persönlich auch ein bisschen unlogisch, dass du von der Mitte nach links pumpen musst. Mein anderer Notizzettel ist weg. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie blöd. Mein Notizzettel ist verloren. SMS Pucci. Deine Zettel sind weg, deine Zettel, die sind im Arsch. Das ist mein Fanfiction-Heft. Erzähl mir, wer poppt wen? Niemand. Dann ist es keine Fanfiction. Doch. Regel Nummer 1, es wird gevögelt. Nicht immer. Oh, warte mal. Doch, I get this. I think I get this. I don't get this. Am meisten wohl, ich habe mich bisher noch nie an eine Lemon-Fanfiction, zumindest noch nicht wirklich an eine richtige Lemon-Fanfiction rangesetzt. Ich habe es meistens immer verkackt. Und dann habe ich irgendwie direkt im Prolog schon aufgehört. Ich rate mal, sie saßen in der Badewanne und wollten Lifeguard spielen. Nein. I don't get this. Was, wo bist du denn gerade? Ich muss ja was redfielden. Die Filmmenge ist ja anders. Macht auch keinen Sinn. Ist doch kacke. Warte mal, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Oder auch nicht. Na, leider habe ich das für den zweiten Durchgang jetzt gerade nicht hier, die Lösung. Für den ersten Durchgang hätte ich dir das geben können. Keks, ich habe sogar in acht Schritten. Keks, ich werde nicht meine Konsole resetten und jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen, nur für so ein fucking Achievement. Nicht? So weit ist meine Geduld dann doch nicht. Also im Prinzip, dann rotierst du dann den ganz kleinen rüber, pumpst den leer, füllst dann die Menge da rein. Oh Gott. Da ist ganz links so ein roter Laserring. Das muss so weit gefüllt sein, dass es genau den Punkt hat. Weil zu viel Gift wäre ja zu viel. Ja, ne, das. Wir dürfen das Ganze ja nicht redfielden hier. I hate this. Also, ich darf nicht einen Boulder punchen? Nein. Im Prinzip, du pumpst das ganz Kleine jetzt in das ganz Große, dann den Mittleren in das ganz Kleine, dann müsstest du so die Menge übrig haben. Hey, Mann. Das gibt's... Why is there no skipper? Also ich weiß jetzt schon mal, wofür ich eins der Notizbücher, von dem ich eins bekomme, verwende. Da werde ich alles davon reinschreiben, dieses Notizbuch. Ey, wenn ich das Ding schon geschenkt kriege. Du willst hart Backseat gamen? Nö, das ist einfach für mich, weil ich halt so süchtig bin und versuche, irgendwie was hier, versuche alle Achievements irgendwie zu kriegen, weil ich süchtig bin. Und wir alle wissen, was er am Ende trotzdem machen wird. Ich möchte vorgucken. Seitenweise Ada-Boobs. Nee. This should be it. Ada sieht gut aus, aber... Yes. Ada und Leon. Das passt. Gefährlicher Rache-Sex. Ja. Ja, nee, das sind Dominanzkämpfchen. Ah ja, genau. Leider gehört es von dir das Männchen immer. Ab dafür. Ich bleib dabei. Die Redfield-Methode ist wahrscheinlich eine Stunde an dem Ding rumzudrehen, bis ihr die Ader platzt, eine Cutscene triggert und sie haut einfach dagegen. Ja, wahrscheinlich. Jackpot. Roffi9, danke dir fürs Followen. Ich hasse euch. Ja, ne? Geil, also die Blitzdinger bringen absolut gar nichts. Sie stehen danach wieder auf und dann ist gut. Like nothing happened. Also, ja, da hätte ich mal lieber, ne? Das Ding ist nach dem Abfackeln, würden da einfach neue stehen.
Ja, das ist doch kacke, ist das. Oh, ich hasse dieses Ding einstellen. Ich hasse Ivys. Ufi, hi. Also, Shadow, tausch mir. Ich nehme die Ivys, du stellst mir hier dieses komische Elektrizität ein. Das Ding hier, den Signalmodulator? Ja, ich kann dieses Geräusch davon nicht ab. Wow. Der Monoflix. Nee, ich finde das so ekelhaft in den Ohren, dieses Geräusch. Looks like we have different problems. Musiker gehören so. So klingt das für uns, wenn du auf deiner Klarinette trötest. Sagte SpongeBob zu Thaddäus. Thaddäus. Kann der mal aufhören, die Tür zu campen, die Sau? Plus dazu, man kann mich damit nicht ärgern. Diese Sau. Oh, okay. Da hör auf, die Tür zu campen, du Fotze! Alter! Das kann doch nicht wahr sein. You know what? Drittes Messerchen ab in die Truhe. Fuck you. Warum habe ich drei verkackte Messer wieder? Happy Knife Day. Assholes. Sackgesichter. Gibt's Kinder. Scheiß Tür. Aber die haben gerade alles befriedigend. Ja, aber diese scheiß Türcamper, ey. Was ist befriedigend? So eine Granate in der Meute werfen. Ja. Hab dadurch auch erstmal heute wieder ein schönes Achievement bekommen. Ich bleib trotzdem dabei, sich Mollys zum Mixen wäre auch so scheiße befriedigend. Oh ja. Is not dead, but is down. Is good enough. It's brain dead. Vor allem, der ist von hier unten da hochmarschiert. Der blöde Wichser. Ach ja, stimmt. Da sind die erst. Wehe, die Sackgesichter campen da jetzt auch vor der Tür. Ne, im dritten Haus. Oh, da hab ich jetzt so Bock drauf, da hinten in die Meute eine Granate reinzuwerfen. Ja. Oh, das ist so geil. Ach Gott, das Mann. Oh, alle auf einmal gekillt. Geil. Hm. Massenvernichtung. Mosseltorf. Ja. Was hab ich denn jetzt? Ja. Hä? Hab ich echt hier sonst nichts über... So. Hier, mach mal kühl. Jo, ich mach dich kalt. So, wo ist mein Blöckchen wieder hin? So befriedigend das auch zu sehen ist, wie das Ding immer und macht, möchte ich das denn. Ne? Man muss es aber ja nicht immer sehen. Aber diese komischen Codes, die erinnern mich volle Kanne hier an die das Hosenmuster immer von Moku. Ey, das müsst ihr doch aber auch sagen. Ja, die Dingsmuster, ja. Ey, das ist so hart. Wo ist denn eine Licker hin? Ja, die Ivys haben so ein leichtes Regenerados-Feeling, muss ich gestehen. Nur das, es ist fucking nervig, dass es irgendwie die einzigen Gegner sind, die als einzigen Angriff einen fucking Insta-Kill haben. Mich erinnern die mich an die Leech-Monster aus Resi Zero. Alter, are you serious? Kartoffel-Aim. Ich will mein Messer wieder, nur um vor fucking Ivys sicher zu sein. Oh Gott. Oh, ich liebe es, einfach Zombies mit Messer zu schnetzeln. Messer. Morgen wieder Schule, muss wieder gehen, weil cool, ich weiß. Ja, Leute. Jo, bis denn? Ich setz mich aber auch schon mal ab. Mein viel kommt. Ja, ich mach das heute noch fertig. Also, das jetzt hier unfertig liegen zu lassen, wäre Blödsinn. Ja, und euch noch viel Spaß und schön alle Cutscenes gucken, Shadow. Aber natürlich. Bäh.
Ich skippe die meisten Cutscenes, weil ich die ja schon kenne. Abidabide. So, Meinst du, ich finde es gerade sehr lustig, wir rennen eigentlich gerade an derselben Stelle rum. Ja. Nee, aber ich habe mir jetzt gesagt, gut, ich bin jetzt hier schon im Labor, also kann ich das auch heute noch fertig machen. Das bisschen jetzt. Muss ich natürlich wieder an den beiden Arschgeigen vorbei. Ihr seid echt scheiße. Natürlich habe ich dich nicht getroffen. Mit deiner unendlichen Range. Hä? Ach, das Mess ist das... I don't get this. I don't get you guys. Ich habe keine Verteidigungs-Items mehr. Das heißt, wenn ich hier gleich wieder durch muss, I will have a problem. I have one of too many problems. So, hier. Frisch gekühltes Unkraut-Eggs. Wieso erschrecke ich mich da immer noch bei, wenn der Tee da runterknallt? Das hatte ich heute aber auch. Warum ist es Unkraut-Eggs? Müsste es nicht eigentlich auch die Ivys und alles auch eigentlich abtöten? Eigentlich ja. Ja, ne? Ich meine... Okay, let's get the fuck out, bevor die Dinger aufstehen. Oh Gott, bitte sag mir, hier ist keiner. Hier ist einer, scheiße. Hat der gerade auf mich gezeigt, like, Alistair? Alistair! Wo kommt denn der her? Okay, er muss erst aufstehen. Ich hab daneben geschossen. Und ich bin... Wo hab ich das Messer her? Ich beschwer mich nicht. Ich bin raus. Wo hatte ich das Messer her? Like Nani? Okay. Ein Messer habe ich noch. Phew. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her hatte, aber es ist unglaublich befriedigend. So, dich nehme ich mit. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass ich jetzt sämtliche Feuerpower brauche, die ich kriegen kann. Dich nehme ich mal noch mit. Du hast nämlich noch Dings, ne, Nutzen. Wo ist denn das jetzt? Hier. Hochleistungsbullshit und das hier. So. This should. This should take it. Das Messer hatte ich echt das geil. Ich hab doch vorhin so ein anderes Vieh abgestochen. Vielleicht wiedergeholt. Ich hab's eigentlich nicht wiedergeholt. Oder du warst in dem einen Raum bei diesem Kantinenvieh. Nee, also irgendwie generell, als mich der eine Ivy gegriffen hat, war sowieso die Animation, die Selbstverteidigungsanimation so ein bisschen glitchy. Error. Deswegen, also... merkwürdig. Schade, kein Hohl mehr im Stream. Ja, er hat leider begrenztes Internet, because of Diggory. Doch, hab ich. Hab ich es ihm echt rausgenommen? Komm zurück, Angel. Zip, zip. So, aber. Geil, noch eine Videokassette. Ist bestimmt wieder derselbe Shit. It's a grenade. What do you have? A knife! Avs. Gut. Avs hatte ich noch gar nicht. Wee. Klink. Oh, geil, Licht. Okay. Und Kassettenrekorder brauche ich nicht mehr. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich ist es dieselbe Kassette. Ja. Ich ist schäm. Richtig aim. Such a shame. Okay. Hier. Für dich habe ich kaum noch Munition, aber ich behalte sie jetzt gerade einfach mal. Hat Platz überhaupt. Das ist das Schöne halt, wenn man sich mit Beuteltaschen umgibt. Du hast merkwürdig viel Platz.
Aber wie gesagt, ich möchte immer noch so einen Skin haben, wo du einfach 10.000 Beuteltaschen an dir trägst. Ich stelle mir das einfach super witzig vor. Okay. So, einmal nasse Claire. Und Föhn. Einmal waschen und föhnen. Einmal waschen und anlegen. Mhm, genau. Zurück vom Schwimmen. Oh, nice. Auch gern mal wieder. Ich muss auch mal wieder schwimmen gehen. Same. Sag's dir und wird am Wochenende schwimmen gehen, wenn ihre Psyche mitmacht. Spaß. Ganz viel Spaß. Den brauche ich nicht. Komm, ich stell mir gerade vor, du willst das Achievement machen hier für, dafür, dass du die Kiste nicht benutzt und machst das, gehst da irgendwann einmal aus Reflex bei. Auf einmal alles im Arsch. Das ist Skin Design. Ja, wäre doch mal was. Das wäre doch witzig. Ich find's witzig. Hä? Oh, ach so. Jetzt nehmen wir mein Messer wieder. Dammit. Das Spiel teast einen wirklich damit, dass man da ein Objekt einsetzen soll, was man so im Inventar gar nicht hat. Oh, wie cool. Was denn? Also das Amulett hier von Dings. Got it. Von Sherry. Ja. Das hat ja früher den G-Virus beinhaltet. Thank God. Oh. Da war früher der G-Virus drin. Und das war halt der Grund, warum der Tyrant dich dann verfolgt hatte. Weil der Tyrant auch eigentlich darauf aus war damals. Hi. Na? Auch hier, mein bester Freund? It's burning! Brenn mal eine Runde, ne? Nur Spaß machen, hab ich gehört. Der war auch damals halt darauf aus, den G-Virus zu bekommen, ein G-Virus-Sample. What the hell is this thing? That was my husband. Claire gefällt mir in ihrem Charakter einfach viel besser als Leon in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Man merkt bei Claire, sie ist mit Chris aufgewachsen. Ja. Nee, aber sie reagiert auch ganz anders auf Situationen als Leon. Ich fand die Stelle so geil hier mit Irons. Mhm. Und wegen so, I get you, you fucker. William! Willi, nicht Virus spritzen. Willi, das ist nicht gesund. Was? Auf was für eine Sprache spielst du, auf Englisch? Ja. Es gibt deutsche Untertitel, Menschen können lesen. Ja. Ich spiele halt, wie gesagt, gerade auf Deutsch. Die Stimme von Claire ist genial. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich kann meinen Schnitt noch gucken. Oh, wie läuft's? Findest du mal geil, wie der Virus, wie das Auge von dem Virus als erstes wieder reagiert, so. Hi. Auch hier. Smack. Annette klebt an der Wand. Ich mach das. Ich spür meinen Rücken nicht mehr, aber ist okay. It's like a dragon. It's the Birkin Dragon. 2900 Angriffspunkte. I got this. You should take care of Sherry. Oh, hau aha. Nächster bitte! 800 Dinge für 8 Monate, stopp, mein Dünn! Sollte eigentlich mal ein bisschen von der Munition sparen, aber hier sind hier zu viele Items. Scheiße. Das ist so entspannt hier durchzulaufen ohne einen verkackten Tyrant am Arsch. Alter.
Alter. Ey, die Brandgranaten sehen in dem Spiel so fucking cool aus. Oh ja. Just fucking engulfed in flames. Oh hi, da hab Messer. Ich hab davon noch eins. Holy shit, das ging gerade so daneben. Autsch. I am in grave danger. Kann ich sehen, ich bin in Feuer. Fuck. Ich lösch dich mit Säure. Doch nach, Mädchen. Hab Säure im Auge. Ach ja. Oh shit. Aber es ist so angenehm, einfach hier hinten nicht vom Tyrant verfolgt zu werden. Ja, doch. Aber dafür hast du Daddy Action. Ja, ich hab hier gerade die derbste Daddy Action. Wessen fucking Auge nicht krepieren will. Halt, mit Claire hat Birkin in dem einen Kampf bei dem, der großen Halle auf jeden Fall schneller getroffen als mit Leon. Stetter Bastard. Versuch das trotzdem mal. Ja, okay. ABS. Bumm. Okay, die Stromdinger bringen gar nichts gegen ihn. Gegen he doesn't. Nee. Ja, nee, he doesn't fucking care. Aber Säuregranaten sind auch mega ineffektiv. Brandgranaten sind super. Ja, nee, die sind auch sinnlos. Nee. Doch, die haben überhaupt nichts gebracht gegen ihn. Ich hab Birkin alleine mit Brandgranaten gekillt. Ich hab ihm gerade eben 10 davon reingejagt. Das hat ihn nicht interessiert. Nach 10 war er bei mir tot. Oh shit! It's a lot of spark effects. Mein Duden. Dreh dich mal um, zeig mir deinen schönen Weak Point. Oder schmeiß Zeug nach mir, ist gut. Dann kann ich mir wenigstens mal kurz umgucken. Ich brauche nämlich Zeug. Nicht unbedingt eine Flashbang, aber. Das ist jetzt nicht unbedingt. Oh, Scheiße! Wer hätte gedacht, dass zum Monster hinrennen in solchen Situationen tatsächlich mal praktisch ist? Treffer! Okay, mir gehen die Optionen aus. Uiuiui, ich muss mich erstmal umgucken hier. Du hast da ordentlich Munition. Ja, ich weiß. Nein, 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 nein. Nicht Zeug nach mir schmeißen. Aua. Menü, Menü. Spicy. Eine Flashback. Ist das euer fucking Ernst? Ach, geil. Und die Waffe, die ich nicht dabei habe. Oh, ich hab ihn! Oh, mit meinem letzten Hochkaliberschuss. Oh ja, die Bossmusik ist echt geil. Ja, generell die Bossmusik hier in allen Dings. Also hier in allen Bossfights ist verdammt geil. Auch wenn Mr. X dich verfolgt. Hol und ich, wir wollen immer noch, Ja, ihr wollt einen fucking Mod. Ja, wir wollen immer noch Mr. X Gonna Give It To You haben. Irgendwo verständlich. X Gonna Give It To You, X Gonna Give It To You. He Gonna Give It To You, X Gonna Give It To You. Ja, ist das...
Ernsthaft? Ja, geil. Großkalibriger, das ist für dieses blöde Scheißding von Revolver. Achso, für den magst du den Revolver nicht so, oder? Nee, der verballert mir zu viel Munition dafür, dass der zu wenig Schaden macht. Also klar, wenn du einzeln schießt, geht's, aber ich finde da die Pistole, die du finden kannst mit Claire hier, JMB, die ist verdammt geil. Die mag ich. Ich hab die Stars-Knarre von Jill. Hier ist kein Safe-Point. Aber ich lass die fucking Elektro-Knarre zu Hause. Die bringt leider gar nichts. Lieber die mit. Quick-Draw mit. Warte, ich hab da noch ein Messer. Ein Messer mit. Just in case. Holla, die Waldfee. Hi, Birke, na? Bisschen pissig, ne? Außerdem die Reload-Zeit von diesem Ding ist so unglaublich langsam. Die ja, muss ich auch sagen. Die ist echt lahm. Weil du einfach jede einzelne Dings einzeln nachladen musst. So fucking slow. Ach ja, zu Sherry. Und wann kämpfen wir gegen Ludwig? Ja, immer. All the time. Das ist in einer anderen Timeline. Musst du wissen. Ich habe bislang nur halb so oft gespeichert mit Claire wie mit Leon. Weniger sogar. Ich bin nicht mehr so übervorsichtig wie zu Anfang. Generell, das Game ist so much fun. Weißt du, das ist die Timeline, wo Claire von dem Blut trinkt und zum Bestienjäger wird. Ach ja, stimmt ja. Ich habe ganz vergessen, wo ich Sherry geparkt habe. Ich habe ganz vergessen, dass ich sie in diesen kleinen Raum gesteckt habe. Ganz vergessen, ey. Stream ist auch schon bald 5 Stunden, Jesus. Spielzeit sind aber nur 4, das ist auch mal interessant. Scheint also noch Ingame-Time zu gehen. Shit. Well, hey, Sherry ist okay. Okay. Danke, Birken, du mich auch. My mom needs help. Annette? Ne? Convenient, dass sie gerade dann aufwacht, okay. Wenn's, ne, Plot wichtig. So Sherry, I don't feel so good. Vaporizes. Hey, look at the screen. Oh, thank God. So Sherry's gonna be alright? In manchen Shots hat Claire einfach echt so einen üblen Fall von Babyface. Die Personen, die sie eingescannt haben für sie, die war zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht haben, auch erstmal 16. Wenn sie vielleicht eine etwas ältere nehmen sollen. Finde ich jetzt eigentlich nicht. Sorry, aber ich finde, sie hat echt einen schlimmen Fall von Babyface in manchen Shots. Habe ich aber auch. Habe ich auch. Das Gefühl oder das Babyface? Das Babyface. Take my daughter to safety. Okay, Chef. I'm sorry, Chef. For everything. Your life is what is important. Ich verstehe, Claire B. ist also quasi die Timeline, wo sie sich am Ende dazu entschlossen hat, kein Cockblock zu sein. What does that mean? It's a self-destruct code. In case a G-Virus leaves the building. Save my daughter.
Oh, ja, das ist mein Rückgrat. Oh, ja, da, ich habe zwei davon. Dead. Welches Rückgrat? Ich meine ja nur, also... Birkin hat immer so ein bisschen zugedrückt, also... Ich glaube nicht, dass sie so ein Mortal Kombat-Skelett hat. Germs. Oh shit, ich brauche ganz schnell das Sunny Spray. Let's get the fuck out. Ich bin ganz ehrlich, mir gefällt so die Storyline von Claire einfach irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß nicht warum. Sherry, can you walk faster? Einfach, ich weiß Danke, nicht. Danke, Birkin, du mich auch. Mit Claire rumlaufen ist einfach irgendwie... Ich weiß nicht, ihr Charakter gefällt mir irgendwie einfach ein bisschen mehr. In ihrem Szenario. Es gibt einen Grund, warum ich mit Claire angefangen habe. Let's get the hell out of here. Also du hast quasi Claire A gemacht und dann... Ich habe den ersten Mal mit Claire gemacht. Also und dann quasi Leon B. Genau. Also hast du quasi zuerst Leons True Ending bekommen. Jupp. Na stimmt, und mit Claire ist jetzt noch gerade kein Countdown. Kommt wahrscheinlich gleich. Kommt auch gleich. Claire? Yes? Thank you for being so nice to me. For helping me. I'm really glad I met you. I'm really glad I met you too, Sherry. But save your thanks until I get you out of this place. Boah, mir fällt jetzt erst auf, wenn man Flashbangs und so hat, dass die so an der Hüfte hängen und all sowas. Ja. Was fällt dir jetzt erst auf? Ja, ich habe da nicht drauf geachtet, wirklich. Ich habe drei Erste-Hilfe-Sprays, also auf jeden Fall rieche ich gut am Ende des Tages. Ich finde es immer, da bin ich ehrlich, ich frage mich, wie einige Leute Leon und Ada shippen können. Ach, Leon und Ada, Leon und Claire shippen können. Ich bin so Leon und Ada. Ich weiß nicht, einfach, ne? Muss am Rache-Sex liegen. So, letzter Save, komm. 20, mehr als 20 Mal hier nicht. Ich bin zwar weniger vorsichtig als vorher, aber, ne? Not completely reckless. Oh, sie hat auch einen anderen Theme bei der Flucht. Oh, nee. Oh, jetzt, okay. Scheiße, ich hab keine... Oh, fuck. Oh, fuck. I have a problem. Oh, I have big problem. Ich bin so gut wie alle. Ich habe einen Haufen Heilkräuter, also... Ich habe einen halben Kräutergarten bei mir. Und einen Haufen Deo-Spray, aber... Deo-Spray habe ich auch, gerade zwei Stück. Aber das hilft mir jetzt leider nicht viel. Shit. Ja, ich habe einen Haufen Deo-Spray, aber... Nichts wirklich, um... Kreaturen zu töten. Hold on. Nanny? Sherry, what are you? I think I can open it from the other side. Okay. Oh nein. Oh nein, I have nothing to do with you. Damn it, your timing sucks. Shit. Nichts, womit ich mich da. Gut, okay. Plan B. Ich renn einfach vor dir weg. Second one. Jerry. Hurry up. Please. Du glaubst mir, Sherry, die kommt nicht. Nee. Sie soll sich beeilen und die Tür aufmachen. Nicht in mich. Du Kant. Dreckiges Miststück!
Sie hat mich mit der Tür weggeschoben. Na komm. Nein, 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 nein. Mega-Dodgung. Right behind you. Hörst du mich hier ganz hinten? Warte, was habe ich noch an irgendwas? Ich habe nichts. Ich nehme einfach alles mit, was irgendwo eine Waffe darstellt. Und ja, so geht's mir gerade auch. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was irgendwo eine Waffe darstellt. Und ja, ich nehme einfach alles mit. Fuck that. Lad nach, Mädchen. Ein bisschen schneller, bitte. Hä? Ah, hier. Attention. Attention, attention. Eine Minigun. Ja. You get a frickin' minigun. I get a fucking minigun. Halt, halt, halt. Das können wir ausrüsten. Was mache ich denn da? Schnellzuweisung. Ich habe eh keine Granaten mehr. Lad nach. Nimm mit. It's a fucking minigun. Eine Batteriezelle. Ja, natürlich. Oder natürlich wieder zweite. Ich hätte natürlich auch schlicht und ergreifend das Glück haben können, ne, dass mal kein Bullshit auf meiner Seite ist. Leider ist Bullshit auf meiner Seite. Dass niemand Platinum Ready 2 mehr ein paar Tage dauert, aber möglich. Das ist der dritte. 31.01. Platin erreicht? How? Wenn das Spiel erst. Ne, warte mal. Ist richtig. Alles gut. Ich bin gerade mit Daten durcheinander gekommen. Sorry dafür. Shit, was packe ich denn mal weg? Ich bin gerade richtig kacke. Brauchen wir so gar nicht. Ich glaube, wir brauchen keine 5 davon. Ja, hoffen, dass ich von dem anderen Kram noch was finde. Ja, nee, ich. Mann, sorry. Natürlich musst du diese dicke Batterie immer erst holen. Geht doch. Okay. Oh. I promise I won't move. Good. Be careful. Always. Ich hab ne Minigun. 7 Minutes. Gibst du mir mein Messer wieder? Ich krieg mein Messer wieder. Mann, ich wollte eigentlich, wenn denn, es versuchen, hier die Trophäe zu kriegen, das in der Zeit zu schaffen, aber das kann mir, glaube ich, jetzt auch abschminken. Dafür habe ich jetzt hier zu lang gedödelt wegen dem Scheiß. Hey, Leon. Du bist auch in Skype. You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look, you need to get out. Fast. I know. I found a way out. Ich bin heavy weapons, Claire. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon, I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon. Leon! Spiel nicht den Helden, Dipshit! Damn! Oh boy. Stufe 1 Abo haben gelöst? Es ist. Okay, da kam jetzt kein Alert. Das ist merkwürdig. Oh shit. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Bloodborne-Monster? Ah, bist du.
Oh Gott, geh mal. Hallo. Danke. Was ist denn? Oh, fuck that. Sekunde. Schnellzugriff hier. Oh shit! Oh, du musst dich jetzt gerade von dem Fahrstuhl. Aua! Halt der Bälle. Fucking Bloodborne Monster! Du hast zu viele Augen! Ja, da, 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 da! Ich wollte gerade die Minigun nachladen. Ja, da, 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 shit! Mir fehlt ein verkackter Mr. Raccoon. Meint ihr, das Ding hat genügend Augen? Nein, doch nicht das Messer! Nice! Munition mehr. Okay. Ich dachte, das wäre ein Insta-Kill. Ist er zum Glück nicht. Alter. Okay, das Ganze ist auf jeden Fall nicht time-based, leider. Was denn? Der Kampf hier mit Birken. Das dauert dreimal so lang, bis das Scheißding in dem man nachgeladen ist, ey. Aber es ist das Einzige, was ich gerade noch hab. Ja! Oh, das hat gut getroffen. Das Vieh jetzt nur noch? Shit. Ah, nein. Kommst du, Sherry? Oh mein Gott. Oh, fucking, he's dead. Jesus. Oh mein Gott. Hast du ihn gerade am Zug besiegt? Ja. Oh Gott, ist das eine Sauerei. Wieso, wo soll ich ihn denn sonst besiegen? Siehst du nachher. You don't want that I'm spoiled here. It's okay. I'm here. We're getting out of here. Du streamen willst, Sola, dann stream. Als ob ich dir das verbieten könnte oder sollte. Außerdem nachher, wir haben schon 10:30. Meine Güte. It's a bit late. Are you serious? Danke, Sherry. Er kann unmöglich noch am Leben sein. Sherry, kommst du hinterher, Darling? Schnauf.
Sherry schnug ihr gut. So what's the first thing you want to do when we get out of here? Meine Mutter beerdigen? You sick fuck? Good. Kommst du? Hi. Take a shower. Yeah. Kombinieren, kombinieren. Oh Gott, scheiße, wie soll ich den Kampf jetzt gegen Birkin machen ohne Munition? Claire. Leon. Leon, wie bist du auf den fahrenden Zug aufgesprungen? I told you we'd make it, didn't I? You did. Who's this? This? Gib mir die Minigun, die brauche ich jetzt gleich. Jesus. Oh, come on. Was denn jetzt? Come on. Ich habe wirklich keine Munition mehr für irgendwas. Hi, auch hier? Was soll ich mit fucking Schießpulver? Ich kann mir damit so ein paar Granaten zusammenkleben, aber... Die helfen schon. Oh, was soll ich da... Ich hab so gut wie nichts mehr. Shadow? Ich habe noch 2 Schüsse meiner, Bretter. Ich habe... Zurück. 19 Schuss in meiner MG. Did you want more? Alter, I have nothing. Ich habe in dem Colt, der nichts tut, habe ich noch ein bisschen was und dreimal so lange zum Nachladen brauche. Dann habe ich... Ich habe ein Messer. I will knife this bitch. Gunpowder. 2x großes Gunpowder zum Mitnehmen. Hier ist nichts mehr. Ja, I am fucked. Hi. Mach mal einen Club auf, Shadow. Ja. Du schon wieder! Problem ist, ich bin noch fucked, weil ich keine Heilung mehr habe. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab Granatas. Schnellzugriff. Hier hin. Mädchen, deine Springer glitschen sich durch den Boden. Claire, du kannst nicht mit Sachen drohen, die wir nicht haben. Jesus! Mädchen, renn! Oh nein, infested train! Oh. Infested Chopper? Ah. Geil, ich dachte... Ja, super. So viel zum Thema, ich schaffe es in dem Run mal nicht zu sterben. Aber offenbar ist Birkin Insta-Death, sobald du ihm zu nahe kommst. Oh. Ja, ist er. Was soll ich denn machen? Warum gibt mir das Spiel ein fucking Messer vorher? Es will ich verarschen. Was soll ich mit einem dreckigen Messer, wenn das Ding mich instant tötet, wenn ich ihm zu nahe komme? Das ist ein Witz, Capcom. Das ist ein schlechter Witz. Oh, wow. Muss ich warten, bis er sein Maul aufmacht, oder? Geil, ich bin tot. Ich warte jetzt mal, bis er sein Maul aufmacht. Vielleicht hier nochmal aufs Auge? I don't know. Nein, ich will nicht auf den Assisted Mode umsteigen. Ja, ist scheiße, ne? Ich habe vorher auf dem Assisted gespielt. Ich hab nicht mehr Kugeln. Claire, hör auf, sowas zu sagen. Wir haben nichts. Oh Gott, ja, this is not gonna end well. Das ist gleich das Letzte, was ich hab. Ja, I have nothing. Oh mein Gott! Mit der letzten Patrone! Oh Gott! Das ist doch nicht mehr witzig hier. A barf!
Oh wow, ey. Piek sie! That's disgusting. The fucker! Alter, clear language. Ich liebe es, wie sie fluchen. Ja. Ja, ich find das auch geil. Endlich sagen sie es mal. Ich bin ehrlich, das lässt sie richtig sexy wirken. Sie ist auch so schon sexy, also. Oh Gott. Auf der letzten fucking Patrone. Ich hab mich sonst echt gefragt, wie man das hätte machen sollen. So, are you guys like boyfriend and girlfriend? Also, wenn wir die Shipping-Community fragen, Sherry. Ich bin Team Ada und Leon. Schön für dich, ich nicht. He might be able to give us a ride. Claire steht halt eher auf Kerle, die tot sind. What if it's not just the city? AKA Steve Burnside, Nia Fisher. Well, fuck you too. Kommst du runter, Wichser? He was friendly. Er war ja freundlich. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Der Boss hatte deine Ähnlichkeit mit allen Bossen. Einfach draufhalten. Also wenn du es jetzt auf das runterbrechen willst, dann sind alle Bosse gleich. Weil du hältst bei allen einfach drauf. Hey, basically. You guys can adopt me. We can get a puppy. Puppy. And a parrot. Mein Vater hat gerade versucht, mich zu töten. Meine Mutter ist vor meinen Augen gestorben. Ihr könnt mich ja adoptieren. Ich finde das Ende geil. Ich möchte einen Pfund haben und ein Papageien. Albazon und ich uns gefragt haben, wo ist die Explosion am Ende? Stimmt, wo Raccoon City ja genukt wird. Eben. Dieser Stream ist gemutet. Sorry, ich so gerne ich nochmal den Namen David Cockman sehen möchte. Und ich habe wieder ein B. Well. Oh, doch, Mann. Ich bin doch noch nicht gefuckt. Ich habe nochmal ein B. Ich bin zufrieden mit der ganzen Aktion. Well, I'm fucked. Eine neue Heldin, die sehr viel flucht. Sieg über Umbrella. So, was habe ich denn jetzt noch freigeschalten dadurch? Figur. Spielmodus, den ist Kampagne Durchgang 2. Ah, nice. Also Liens zweiter Durchgang. Das heißt, ich könnte jetzt instant quasi Liens True Ending spielen, ne? Jo, ist dasselbe eigentlich. Ja, ist dasselbe, aber das Ende wäre halt nochmal. Oh! Spielmodus, The Fourth Survivor. Okay. Figuren, Zombiehund, Figuren. Figur für Tyrant, weil ich ihm den Hut abgeschossen habe. Werde spielen. Cool, warte mal. Wie wär's, wenn du mir ein bisschen mehr Munition gibst? Ich will mich, glaube ich, gerade verarschen. The Fourth Survivor, tatsächlich. Das gibt's also auch noch hier. Das spielst du als Hank. Jiraji, Schleichwerbung ist hier nicht so cool. So, yes. Wöchentliche Herausforderung? Was? Achso, das. Ah, geh weg! Oh. Achso, jetzt könnte ich natürlich das. Oder zweiter Durchgang. Oh. Ich meine, ich gehe auch nicht zu anderen Leuten in den Chat und sage, ah, ihr könnt auch meinen Stream gucken, ja. Yeah. Ich meine, nur mal so, ist kind of a dick move. A bit of a dick move. Okay. Ja, ich glaube, The Fourth Survivor ist verdammt schwer. Ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt sowieso nicht. Ich glaube, den Rest von dem Spiel werde ich sowieso privat genießen. Weil ich glaube, es gibt jetzt nichts, was ich euch noch zeigen könnte, was es tatsächlich wert wäre.
Also, in dem Sinne würde ich eher sagen, wirklich holt euch das Spiel selber, weil es lohnt sich. Und also auch für den Preis, in dem es jetzt gerade aktuell noch ist. Also lohnt sich wirklich. Und mal davon abgesehen, dass irgendwie, was war das? 3 kostenlose DLCs sind angekündigt? 3 kostenlose DLCs kommen jetzt. Eben, also allein, dass noch Content dazukommt, ist schon verdammt geil eigentlich. Dass man nochmal gratis Content eigentlich kriegt für ein Spiel, was schon raus ist, ne? Also von daher ist wirklich... Lange Sterbeanimation ist lang. Oh. Also, ne, ich muss sagen, allein an dem, was du hier an Hauptgame hast, lohnt es sich. Weil ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal in meiner Freizeit Lien-Kampagne 2, also zweiten Durchlauf machen. Ich habe in beiden B. Ich habe nur für Claire ein bisschen einiges weniger gebraucht. Kommen denn die 3 DLCs auch im Stream? Ich denke mal schon. Also auf jeden Fall, das eine ist halt hier sowas wie Mercenaries, was reinkommt. Hey, Jiraji, ich habe nicht gesagt, dass du ruhig bleiben sollst, aber stell mal vor, ich würde jetzt zu dir ins Stream kommen, wo auch ein paar Leute sind, sag ich mal, und würde dann sagen, kommt doch in meinen Stream. Es kommt ein bisschen, ne? Es kommt scheiße. Es kommt einfach ein bisschen scheiße. Ich wollte dich jetzt nicht damit runterreden, um Himmels Willen, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, es ist halt so ein bisschen, ja, leider so ein leichter Assi-Move. Deswegen, also ich hab dich jetzt, werde dich dafür nicht timeouten oder sowas. Also so weit gehe ich denn nur auch nicht. Es gibt Leute, die bannen für sowas. Aber ich sag denn lieber einmal so, sorry, dick move, please don't do it. Welche Leute? Ja, das habe ich mir auch zu Anfang damals gesagt. This is all about the streaming. You have to do it mehr als einmal. B ist mehr, also... Moment, es gibt also C? Wenn du länger... Nein. Wenn, doch, also, oder? Gibt es einen C-Rang? Kann man so schlecht sein? Ja, kannst du. Doch, ich glaube... Ja, stimmt, warte, ich habe den Veteran-Run gesehen von Max und der hat auch ein C bekommen, weil er irgendwie 9 Stunden oder so gebraucht hat. Heiliger. Aber er hat auch auf Veteran gespielt, also... Veteran ist sowieso... Ist nicht One-Shot, aber... Ich bin durch! Shit hurts. Aber auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall noch weiter spielen, so viel ist man sicher. Platin werde ich mir aber nicht holen, das ist... Ich weiß, wann etwas meine Kompetenzen übersteigt. Na komm, hol und ich will denken so, wir wollen so viele wie geht. Ja, Hol hat ja auch, der hat ja auch kein Leben. Der muss ja auch nicht morgen wieder auf eine Schicht gehen und an seinem freien Tag auf den Lehrgang gehen und sowas. Ne? Muss er ja nicht. Der kann morgens aufstehen und sagen, boah, lass mal hier fucking Modi machen. Was braucht man für S+? Also wie ich das verstanden habe, ist das eine pure Zeitsache und Safe-Sache. Also du darfst halt, also klar, auf Veteran hast du sowieso nur limitierte Saves. Aber überwiegend ist es, soweit ich verstanden habe, ein Zeitfaktor. 2 ja. Stunden 30 und nur 3-mal speichern. Also du musst wirklich, so wie ich das verstehe, so wie ich mir das vorstelle, du musst wirklich die Hauptschlüsselpunkte systematisch abgehen, wirklich Laufwege minimieren, und musst aber trotzdem genügend Munition aufsammeln, dass du die Bosse irgendwo klatschen kannst. Also, wenn man zum Beispiel Claire auf S spielen will, in Veteran musst du 2,30. Mhm. In, auf Standard 3,30. Dasselbe gilt auch für Leon. Ja, ich sehe auf Veteran. Und Leon zweite Mal brauchst du für ein S 3 Stunden. Oh ja. A 4 Stunden. Deswegen, ich bin eine Stunde drüber, sonst hätte ich nämlich, weil nee, ich habe nämlich... Ich sehe schon, das sind andere Zahlen hier überall. Im ersten Durchlauf ist... Der erste Durchlauf ist, da gibt länger den, bemessen. Aber den kriegst du schneller durch. Auf Veteran ist das Ganze natürlich nochmal was anderes. Aber im zweiten Durchlauf sind die Veteranzeiten allein für A-Rang schon ziemlich low. Und die Rätsel im Kopf haben, ja eben. Stimmt, man kann eine Menge Zeug skippen, indem man schlicht und ergreifend einige Sachen halt auslässt.
Nur manche Munition oder Upgrades kriegst du halt nicht, wenn du zum Beispiel so das Versteck für den Film halt nicht hast. Weil du musst es ja entwickelt haben und gesehen haben, damit es anwählbar ist. Du kannst also nicht wissen, ah, Wesker's Desk, da ist ein Versteck. Da kannst du so nicht aufmachen, weil du erst den anderen Kram brauchst. Also es ist schon safe gemacht, aber du musst an sich wirklich systematisch die Knotenpunkte abgehen. Natürlich hast du immer noch Mr. X am Arsch, also er ist so die Unbekannte, könnte man in dem Punkt auch sagen. Oder auch das Arschloch, so wie man es nennt. Aber ja, also nee, ich finde, es ist ein super geiles Remake geworden. Also definitiv die Wartezeit wert. Vor allem die ganzen Boni, die du einfach so kriegst. Die Figurüberlebende. Vor allem, ich finde es geil, dass sie den Tofu-Modus wieder eingefügt haben. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich dafür genau machen muss. Bilden sie mit der MP. Ich habe die nie getötet. Ich habe sie immer nur aufgehalten. Was denn? Mit der MP. Ich habe die immer nie umgebracht. Ich habe die immer nur aufgehalten. Die Magnum habe ich immer nur für anderen Kram benutzt. Also so ganz... Töten sie mit einer Kugel Flintenschutz zwei Gegner auf einmal. Okay. Das ist schwer. Ja, die müssen so nah beieinander stehen, dass du mit der Schrotflinte beide triffst. Vernichten sie Arme und Beine eines Zombies. Ja gut, das hätte ich vielleicht machen können. Voll ins Auge. Na, wenn das mal nichts mit Birken zu tun hat. Das hat was mit Birken zu tun. Nur per Schuss auf die Sporen bewegungsunfähig. Ja, weil Ivys auch so viel Spaß sind zu bekämpfen. Ich hab's gerade hinbekommen. Echt? Man kriegt Tofu-Modus, wenn man Force Survivor abschließt? Oh, das wäre witzig. Weil ich hab allein schon... Ich hab allein den Theme gehört, den du im Tofu-Modus hörst. Es ist so unglaublich dumm. Es ist einfach fucking Speed Metal. Während du als ein Block Tofu rumrennst. Deswegen, das ist so blöd. Das stehen sie alle Mr. Raccoons. Mir fehlen zwei. Mir fehlt einer. Hast Hol du fehlt auch einer. Nee, Hol hat alle. Hol hat jetzt alle? Hol hat alle. Hast du den im Waisenhaus? Ja. Hast du den im Bus? Ja. Das muss ich mal überlegen. Welcher könnte dir fehlen? Wofür macht Spaß? Den mit Ada hast du. I have no idea and I particularly don't care. Weil das unendlich Messer interessiert mich irgendwie so überhaupt nicht. Ich will's unbedingt haben. Standard oder Veteran mit Rang A ab. Krieg ich einen Spielmodus dafür? Samurai Edge. Samurai Edge. Deswegen will ich das hier unbedingt gerade auf S durchspielen. Ich will die unendliche Samurai Edge. Du willst nur dafür echt jetzt? Ja. Veteranspieler mit Rang S. Bonuswaffe LE5. Wofür macht keinen Spaß, wenn du seine Waffe siehst? Kämpfe ich Leute mit Veganern? Nein, mit dem Messer. In 4 Stunden nur. Ich war knapp dabei. Mit 4:30. Ohne ein Heilobjekt zu verwenden. Ja. Ich kriege eine klassische Jacke dafür, wenn ich die Inventarbox nicht benutze. Mhm, du mir auch. Du mir auch, Spiel. Das ist, Man kriegt dafür was? Gevatter Tod. Noch ein Spielmodus? Sag mal, wie viele Spielmodus hat das? Gevatter Tod ist, hier, wenn du mit hier Hank spielst, weil Hank wird nämlich auch Gevatter Tod genannt. Ah, ach so, dann ist das wahrscheinlich die Herausforderung für Tofu-Modus. Genau. Maschinengewehr von Hank. Ach so, das ist das. Gute CO2-Bilanz, ja, der Spaß. Das wird ein Spaß werden. Ja, deswegen, ich weiß, wann etwas meine Kompetenzen übersteigt und ich nicht die Zeit für den Kram habe. Ich meine, das Spiel macht echt Spaß, also um Himmels Willen, das will ich überhaupt nicht absagen, aber aktuell hätte ich nicht die Zeit für sowas. Und dann kommen Hol und ich um die Ecke und denken uns so, ey, Jonas Wax. Ja, Hol hat auch kein Leben. Ich auch nicht. Du auch nicht. Das ist, Ich bin nur Pädagogin.
Ich bin Bäcker. Ich hab, meine Schicht ist manchmal länger. Manchmal auch nicht. Aber ja, immer hier Feierabend. Wir haben genug Resident Evil 2. Also, so viel.